Hey Leute, was geht ab? Und in diesem Video geht es einmal um das Baktofien. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also ich sitze hier gerade mit Walter Wagner. Hi Wagner, ich freue mich, hallo, dass ich Mike. Hier sein kann. Danke fürs Kommen. Ja, gerne. Ist ja schon eine Zeit her, die vergangen ist. Ja, knapp 2 Jahre, ja. Als du das letzte Mal hier warst. War auch Winter. Ja, genau. Ja. Das ist unsere Jahreszeit. Ne? Ja. Genau, ja. Zeit zum Berichten, denke ich, oder? Ja, für die, genau. Für den Einsatz der Produkte. Ja, ja, genau. Also, das ist heute das Thema. Ich wollte einmal Walter Wagner meine Erfahrungen mit den Produkten, die ich getestet habe, ihm nennen und auch mal ein bisschen ein paar kritische Fragen stellen, die auch sich bei mir so mit der Zeit ergeben haben. Und dann wollte ich von ihm mal seine technische Meinung dazu hören, dass wir hier direkt den Ansprechpartner haben, dass wir die Diskussion führen können, um zu gucken, warum meine Einschätzung so zu verstehen ist, woher sie kommt und wie sich das Ganze entwickeln wird. So, und vielleicht noch ein paar Fragen, die ihr habt, werden hier in diesem Gespräch wahrscheinlich auch noch mitgeklärt. Und in diesem Video geht es einmal um das Baktofien. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, dann zoome ich da gleich mal ran. Dieses Produkt habe ich ungefähr ein halbes Jahr lang verwendet und auch bei jeder Tankfüllung wirklich konsequent eingesetzt. Also ich habe nicht immer den Tank komplett leer gefahren, sondern auch mal halb voll wieder voll getankt und dann habe ich einfach dann 30 Liter, eine Hälfte von meinem Tank, wieder hier reingedrückt, eingefüllt und das dann mit 1 Promille, wie es halt angegeben ist, immer wieder weiterverwendet. Mein persönlicher Eindruck war, ich konnte das gar nicht richtig greifen. So, also, ja. du willst wahrscheinlich wissen, warum, ne? Genau, ja. Baktofien, der Schwerpunkt ist ja hier auf einen Stabilisator gelegt und auf Tankrostschutz. Ja. Ja. Und das sind genau die kritischen Punkte, die wir heute praktisch beherrschen müssen, weil unser Kraftstoff Ethanol enthält. Mhm. Ja. Sagen wir, ausschließlich jetzt mal den Premium-Kraftstoff, den ich kaufen kann. Dort wurde ja praktisch beworben, dass es nicht Ethanol enthalten würde. Jedoch habe ich da meine Zweifel. Ja. Aber dazu wird man später noch kommen. Ja, genau. Der Punkt ist einfach der, durch den Ethanolanteil wird der Kraftstoff aufgewertet in Richtung Oktanzahl. Mhm. Ja, das heißt, das Ziel ist es, jetzt mal einen grünen Kraftstoff zu haben. Wie grün er dann final ist, das ist ein anderes Thema. Ja, ja, ja. Der Punkt ist der, man setzt Ethanol ein, hat auch einen bestimmten Hintergrund, warum man es einsetzt. Und zwar wird Ethanol eingesetzt, um die Oktanzahl zu erhöhen. Ja, ja. Ja. Im aktuellen Kraftstoff haben wir eine große Menge Ether drin. Der Ether ist dafür da, dass wir die Oktanzahl einstellen können. Der Ether hat einen Flammpunkt von minus 28 Grad. Mhm. Das heißt, im Gemisch kann ich den Flammpunkt enorm runtersenken. Dadurch kriege ich eine größere Stabilität im Brennraum, was dann praktisch meine Oktanzahl darstellt. Ja, mhm, ja. Dass er praktisch jetzt, dass keine Abbrand oder Explosion vor OT kommt. Ja, ja? Genau. Das ist ja das Kernziel. Ja. So, und der Punkt ist der, dass der ethanolhaltige Kraftstoff, den wir heute haben, der wird natürlich nicht die Stabilität haben, denn Ethanol ist hygroskopisch, wird Wasser ziehen. Mhm, ja. Und es wird sehr schnell oxidieren, also in Richtung Säure gehen. Ja? Und Säure und Wasser, das ist eigentlich der maximale Korrosionsbeschleuniger. Ja, ja. Ja, und wird natürlich, wenn der Fahrzeug länger stehen, massive Korrosion bringen. Und der Punkt ist der, Benzinstabilisator, ich kann heute die Oxidation des Ethanols verhindern. Mhm. Ja, ähnlich wie zum Beispiel der Oxidationsstabilisator, wenn ich jetzt abgepackte Wurst kaufe, lese das Etikett, ja, und dann werde ich lesen Oxidationsstabilisator. Ja, 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 ja. So, was macht das? Es stabilisiert die Wurst, damit es nicht vergammelt. Mhm. Ja? Und genauso funktioniert auch diese Chemie hier im Baktofien, damit ich eben keine Oxidation habe, also sprich eine Fäulnis. Und somit kann ich den Kraftstoff über längere Zeit zündwillig halten. Ja. Er wird nicht umkippen. Okay. Und der zweite Aspekt, wo wir hier einen Schwerpunkt drauf legen, ist der Korrosionsschutz. Mhm. Warum? Wir haben wiederum Kondenswasser im Tank. Das Kondenswasser wird immer nach unten gehen, weil die Dichte von Wasser schwerer ist wie Benzin. Mhm. Ja. Oder größer ist wie Benzin. Wasser hat Dichte 1. Benzin hat Dichte 0,75.
dann nur 74. Das heißt, wesentlich leichter, was aber die Immunsystem sein. Ja, ja. Und der zweite Aspekt ist, das Wasser wird definitiv, wenn das Fahrzeug länger steht, den Ethanol aus dem Gemisch separieren. Das wird sich herausziehen. Und deswegen habe ich am Tankboden immer ein Wasser-Ethanol-Gemisch, was natürlich enorm kritisch ist hinsichtlich Korrosion. Ja. Sicherlich, wir haben heute in den modernen Fahrzeugen Kunststofftanks. Dort habe ich jetzt das Problem, jetzt, dass der Kunststofftank wird nicht rosten. Aber ich habe auch Leitungen, ich habe die komplette Einspritzanlage ist aus Metall und die kann natürlich auch korrodieren. Das war genau die Frage, die ich hatte. Ich wollte gerade sagen, also ich weiß ja, dass ich einen Kunststofftank habe. Wie wirkt sich das dann aus den Rest aus? Also wo ist denn dann der Vorteil, wenn ich jetzt einen Kunststofftank habe? Ich sage ja, okay, was soll denn da korrodieren? Ist ja Kunststoff. So, dann denke ich aber jetzt nur an den Tank. Das war eine Frage, die ich eigentlich auch stellen wollte in dem Moment. Also es ist echt super, dass du das weiter erklärst. Wollte ich unterbrechen, aber das war gerade so in mir drin. Du wirst mich aus dem Konzept bringen, deswegen. Und deswegen mit Sicherheit nicht. Der Punkt ist eben der, beim Alltagsbetrieb, wenn ich jetzt sagen wir, in einer Woche einen Tank durch habe, ist da hier nicht die große Gefahr, dass jetzt der Kraftstoff kippen würde. Ja, ja. Sobald ich aber ein Fahrzeug saisonal bedingt stilllege, kann innerhalb von Wochen das schon passieren. Okay. Ja. Und deswegen setzen wir hier unter anderem auch einen wassermischbaren Korrosionsschutz ein. Mhm. Ja, das heißt, auch in der Wasserphase oder in der Wasserethanolphase setzen wir eine Chemie ein, um den Korrosion zu unterbinden. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn ich jetzt eben Fahrzeuge eben lange stehen habe. Ja. Ja. Der zweite Punkt ist hier, dass wir auch einen petrochemischen mischbaren Korrosionsschutz-Inhibitor drin haben, der auch letztendlich den Rest des Systems vor Korrosion schützt. Ja, ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Anlage zum Beispiel. Mhm. Ja, okay. So, weiterhin ist hier, wir sprechen ja hier von einem Multifunktionalprodukt. Ja. Weiterhin ist hier ein Clean-up Agent drin, so nenne ich das. Ja. Also das heißt, ich kann einen verschmutzten Motor, insbesondere wenn er eben am Kolbenboden Ablagerungen hat oder an den Ventilen, dass wir hier den Schmutz lösen können. Mhm. Das wird jetzt zwar nicht von heute auf morgen gehen, dass ich jetzt erwarte, dass innerhalb von einer Tankfüllung das durch ist. Ja. Das wird schon ein bisschen dauern, weil der Dreck, der sich jetzt über Jahre abgelagert hat, den jetzt auf einmal innerhalb von einer Tankfüllung wegzubekommen, das wär zu viel. Also das heißt, wir schaffen das über eine längere Periode. Mhm. Deswegen empfehle ich das auch, über eine längere Periode einzusetzen, um dort diese sag mal, das Fahrzeug, die Teile sauber zu halten, um das Fahrzeug zu optimieren. Also ist das auch ein, Entschuldigung, Unterbrecher, aber ist das ein ähnlicher Effekt auch wie dann zum Beispiel das Aral Ultimate, diese Zusätze drin hat, das jetzt einmal speziell jetzt drin ist? Ja, es wird nach noch sauberer geworben. Ja, es wird letztendlich jetzt dann in die Richtung, die Werbung geht, noch mehr Performance, noch sauberer. Sicherlich lässt die DIN, also die Kraftstoff-DIN, lässt eben die Additive zu, aber es steht nicht drin, welche Additive. Das heißt, kann jeder Hersteller kann sein eigenes Additivpaket dazugeben, entweder mehr oder weniger. Ja. Und in diese Richtung geht das. Ja. Sicherlich, wenn ich jetzt heute einen Premium-Kraftstoff habe, ist der natürlich anders raffineriert oder es ist ein GTL drin, also Gas to Liquid, was ein synthetischer Kraftstoff ist, der natürlich jetzt noch mal mehr Performance hat und natürlich auch noch sauberer ist. Ja, okay. Wie jetzt im Vergleich zum reinen Benzinraffinerat. Ja, das verstehe ich. Okay, das heißt also die Anwendung oder das, was ich nicht spüre, ist eigentlich, die Funktionen sind da, dass die Effekte eintreten des sauberen Motors in dem Sinne, dass die auch, also im Prinzip der Motor cleaner während der Fahrt in einer gewissen Art und Weise, kann man es vielleicht so nennen. Jetzt also, die Erwartung, dass jetzt hier mehr Leistung rauskommt, das wird so nicht, das wird so zwar schon passieren, wenn wir sauber halten, wenn wir oder den Motor sauber machen, dass wir hier eine höhere Performance haben, nur erwarten, dass jetzt hier mehr Leistung rauskommt, was jetzt spürbar ist, das wird so nicht passieren. Sicherlich, wenn wir jetzt ältere Vergasertechnik haben, wo wir nicht so sauber letztendlich vergasen können und den Kraftstoff aufwerten können, sprechen unsere Kunden letztendlich von einer Spritersparnis. Und das kommt auch so. Das ist auch begründet durch die Additive, die wir hier einsetzen. Dass wir hier eine höhere Performance, also sprich eine
schnelleren Durchbrand, effizienteren Durchbrand haben und dann letztendlich auch mehr Kraftstoff verbrennen können und weniger unverbrannte Kohlenwasserstoffe im Abgas haben. Und das kann man auch messen. Ja. Das heißt, man kann auch an einfachen Viergastestern kann man das letztendlich komplett herausmessen, wenn jetzt additiv gefahren wird und wenn additiv nicht gefahren wird. Okay. Kann man den Effekt irgendwo sehen an den Zündkerzen oder wenn man Öldeckel aufmacht, an den Nockenwellen? Oder nein, das ist immer am Öl. Sag mal, sowas. Nein. wir sprechen hier vom Kraftstoff, wir haben keinen Einfluss auf dem Öl. Ja. Ja. Was man sehen kann, dass die Motoren, wenn ich jetzt praktisch mit dem Endoskop reinschaue, wenn ich Zündkerze rausnehme, wenn ich reinschaue, werden die Motoren blitzblank sauber sein. Okay. Ja. Das Einzige, was man sehen kann, ist, wenn jetzt additiv gefahren wird, dass sich die Zündkerzenfarbe etwas verändert. Es geht also mehr in das hellrote Ton, statt rehbraun in den hellroten Ton. Ein bisschen heller. Okay, ja. Aber das ist das Einzige, was man sehen kann. Ja, okay. Also eine Frage, die ich noch habe, die das wisst ihr auch noch nicht. Ich habe mir vor kurzem einen Roller gekauft, der auch gute 2, 2,5 Jahre vorher stand. Ein alter oder ältere gebrauchter Aprilia SR50 aus dem Baujahr 2006 mit dem Piaggio-Motor. Das Ding läuft eigentlich ganz gut. Und aber noch nicht so, wie ich es mir wünsche. Ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich morgens immer, wenn ich ihn starte, dass er eher ein bisschen zu fett läuft. Oder wie kann ich das Produkt für den Roller zum Beispiel verwenden? Das ist jetzt eine Frage. Na gut, das ist jetzt ein moderner Roller mit, ich nehme an, dass es ein Zweitakter ist. Ein Zweitakter ist, hat er in der Regel getrennt. Ja, genau. Schmierung. Ja. Das heißt, ich habe das Öl wird separat zugeführt. Ich gebe das Produkt auch in den Kraftstoff. In den Kraftstofftank, in der entsprechenden Dosierung 1:1000 oder 1 Promille. Mhm. Beim Zweitakter haben wir natürlich höhere Drehzahlen und dadurch haben wir eine geringere Zeit für die Verbrennung. Ja. Und da wirkt sich jetzt dieses Produkt absolut perfekt aus, weil wir eins machen können oder was wir eins fördern, ist, dass wir die Abbrandsgeschwindigkeit beschleunigen. Mhm. Ja, das heißt, die geringe Zeit, die wir haben, werden wir durch einen Additivkomplex optimieren und somit eine viel bessere Verbrennung erzeugen können. Okay. Okay. Reinigt sich der Vergaser auch in dem Zusammenhang mit? Weil das ist ja dann in dem letztendlich Gemisch wird letztendlich das komplette System gereinigt auch. Okay, ja, das ist interessant. Was mir aufgefallen ist, ich habe die ersten Male den Roller mit Ultimate getankt, die ersten 3, 4 Tankfüllungen, und habe auch festgestellt, nachdem ich eine neue Zündkerze eingebaut war, dass nach 300 Kilometern anfingen an der Zündkerze sich Ablagerungen, so Kristalle zu bilden, an der Diode, an den Platinchen, was vorher mit dem normalen, sagen wir billigen Tankstellensprit nicht passiert ist. Also das könnte sein, dass vielleicht das Additiv, das Ultimate damit sich bringt, vielleicht dazu geführt haben sollte. Ja, wird jetzt Ultimate mit Additiv verwendet oder nee, nur Ultimate? Na gut, da habe ich jetzt keine Erklärung für. Okay. Also in der Regel sollte es ja gerade andersrum sein, dass es eigentlich sauberer wird. Genau. Ja. Also, um dem Werbeversprechen nachzukommen, was jetzt hier rausgegeben wird. Ja, eigentlich, das ist ja auch das, was ich gedacht hatte. Also lustigerweise, ich habe im Oil Club auch mich schlau gemacht, da habe ich auch mit einem oder anderen geschrieben, der hat gesagt, also ich fahre meinen Roller nur mit 95er, ich habe den gleichen Motor und mit den Premium-Kraftstoffen hatte ich den Effekt, dass sich da so Kristalle an der Zündkerze abgelagert hatten. Dann dachte ich mir, so interessant, ich habe die gerade vor 300 Kilometern eine frische eingebaut und die alte war einfach nur braun, ein bisschen schwarz, weil ein bisschen zu fett läuft. Dann habe ich die angeschaut, also die frisch eingebaute angeschaut und da waren halt schon nach 300 Kilometern Kristalle dran. Ja. So, und da dachte ich mir so, könnte vielleicht sogar was dran sein. Das war jetzt so nur eine Spekulation, die ein anderer gebracht hat, wo ich dachte, ist es mit dem Zusammenhang, vielleicht fahre ich da mal ein bisschen Back to Feed mit und gucke mal, was dann passiert. Ja. Das wäre eine interessante Geschichte auch für mich, um vielleicht dann auch genau das, was ich ja versuche zu sehen, so den Effekt zu sehen. Ja. Also, dass dann ein bisschen was an die Hand geben kann den Leuten. So. Ja. Ja. Dann überlege ich mal weiter, was kann man denn noch fragen? muss ich das ganze Jahr über machen oder nur über den Winter? Oder wie ist am besten, welche Extremfälle muss man abdecken? Und hier muss man schon unterscheiden, was habe ich für ein Fahrzeug? Habe ich jetzt ein modernes Fahrzeug mit einer Hochdruckeinspritzung? Also wenn ich jetzt einen Gasoline Direct Injection habe, dann würde ich das nicht ständig verwenden, sondern letztendlich nur bestimmte Zeitpunkte, so ein Intervall 5000 Kilometer. Okay. Ja? Habe ich natürlich jetzt eine Standardeinspritzung oder noch einen älteren Oldtimer mit Vergaser, dann empfehle ich eine permanente Verwendung dieses Produktes.
weil ich eben diese Vorteile nur dann habe, wenn ich es auch drin habe. Ja. Wenn ich es weglasse, habe ich sie nicht. Ja. Ja. Also ich glaube, Oldtimer müsste man noch ein bisschen separat wahrscheinlich betrachten, weil ja. Die einen anderen Tank haben, ältere Motoren, die von also nicht ganz so modern sind und andere Spezifikationen auch haben. Ich denke aber so, meiner ist ja ein Saugrohreinspritzer, also kein Direkteinspritzer. Meine Mutter hat einen in ihrem Auto drin. Das reinigt dann auch die Direkteinspritzkanäle in dem Sinne durch. Genau, ne? Das heißt, es wird praktisch gemacht. Der ganze Ansaugtrakt, ja. dort wo jetzt letztendlich der ja. Kraftstoff sich jetzt bewegt, wird sauber werden. Ja. Wie soll ich diese 5000 Kilometer Empfehlung, also einmal alle 5000 Kilometer ein Tank mit einer Dosierung? Ja. Das heißt, dann kommen wir ziemlich lange mit einer Flasche aus. Absolut, ja. Okay. Das ist gar nicht so schlecht. Ich dachte mehr. Bei jeder Tankfüllung dann, ja. Eine Frage, die sich mir stellt, ist auch in dem BMW-Bordbuch zum Beispiel steht, dass ich keine Additive den Tank hinzufügen soll oder auch dem Motor in dem Fall, aber gerade ist man nur mit dem Tank. Ich bin halt manchmal auch verunsichert, man ist halt dann doch durch die Medien oder durch verschiedene Foren sehr verunsichert, was man denn da hinzugeben darf oder sollte. Da liest man ja immer wieder was. Ja, es steht halt auf jedem Tankdeckel. Ne? Ja. Dass keine Additive eingesetzt werden sollen. Ich frage aber mich aber, warum? Es fehlt die Begründung. Ja. Ja? Also wie ernst soll man das dann nehmen in dem Sinne? Sicherlich hat der Autohersteller ein gewisses Interesse, dass nicht alles in den Tank gekippt wird, was es so gibt. Ne? Ja. Ich sehe das jetzt wieder von der anderen Seite, weil in jedem Kraftstoff werden Additive zugesetzt. Und ich frage mich jetzt, warum soll ich denn keine Additive beisetzen, wenn ich sie optimieren kann? Mhm. Der andere Punkt ist, die Kraftstoff-DIN lässt eben ganz klar zu, dass Additive eingesetzt werden können. Ja? Es wird aber auch nicht diskutiert, welche oder nicht klar dokumentiert, welche Additive eingesetzt werden sollen. Da heißt ja. es, nur zur Qualitätsverbesserung dürfen Additive eingesetzt werden. Also ja. so ganz schwammig formuliert dann in dem Sinne. Richtig. Ja. Das heißt, okay. Der Autohersteller will sich jetzt einerseits schützen, dass nicht alles reinkommt. Andererseits sind die Additive im Kraftstoff drin. Und die DIN lässt eben noch zur Qualitätsverbesserung Additive zu. Okay, ja. Also so ein Wirrwarr in dem gesamten Konzept. Richtig, das ja. heißt ja, was ist jetzt was? Also nach ja. jetzt, meiner Meinung nach, kann ich natürlich Additive einsetzen, wenn sie die Qualität verbessern. Das ist ganz klar. Ja. Und deswegen gehen wir auch den Weg, genau ein abgestimmtes Additivpaket zu liefern, in dem Fall jetzt unser Bactofin als Multifunktionalprodukt. Mhm. Dort, wo wir eben diese alle Probleme, die entstehen können, zu beherrschen. Wie ja. zum Beispiel, wenn ich nochmal zusammenfassen würde, wir haben Kondenswasser. Ja. Ja, wir bieten einen Korrosionsschutz. Ja. So, dann haben wir über längere Zeit brauche ich einen Stabilisator, um das Kraftstoffgemisch zu stabilisieren, damit es nicht umkippt und die Zündwilligkeit verloren geht. Ja. Dann ist es so, dass die DIN natürlich ganz klar aussagt, dass eine bestimmte, sagen wir, Reinigungsfähigkeit wird in der DIN nicht ausgelegt. Ja. Das heißt, dort ist jeder Kraftstoffhersteller für sich selbst verantwortlich. Ja. Ich kann mehr und weniger machen. Ja. Und sicherlich, warum der Kraftstoff ist noch sauberer, ja? Aber warum haben wir dann die ganzen Probleme mit unverbrannten Kohlenwasserstoffen, mit Ablagerungen? Ja? Weil eben Additive im Kraftstoff teuer sind. Mhm. Ja? Und letztendlich geht ja der Kraftstoffhersteller nur den Weg, dass er sagt, ja, wir setzen Additive bei, aber nur ein gewisses Maß, um letztendlich auch Kosten zu sparen. Mhm. Ja? Okay. Und in dem Fall ist jeder Anwender für sich selbst verantwortlich, ob er was macht oder nicht. Ja? Und das ist jetzt genau in diese Richtung liefern wir ein Produkt, um eben den Anwender zu helfen, ja? Okay. Um diese Probleme zu lösen. Ja. Ja? Was ist denn in diesem Fall mit solchen Fällen, wo Leute, das hat man schon häufiger gelesen, auch vielleicht eine Frage, die der eine oder andere von euch haben könnte, dass man gelesen hat, ich habe ein Additiv benutzt, gerade ein Reinigungsadditiv, was man in den Tank füllt, was so der Klassiker ist, was dann zu einem Motorproblem, Motorschaden irgendwie geführt hat. Das ist eine Frage, die immer wieder zu lesen ist und auch tatsächlich dann, wie ich auch gestern sagte, man sucht halt einen Schuldigen für irgendetwas. Ja, ja. So, also kann man das so pauschalisieren oder besteht überhaupt die Möglichkeit, wenn man dieses Additiv benutzt oder ein Additiv, also das richtige Additiv, was man verwenden darf, benutzt, dass man dadurch einen Schaden herbeiführt. Aber ich spreche jetzt von meinem Produkt. Ja. Wir ja. haben das Produkt ja, ja. jetzt in der Form seit 20 Jahren im Einsatz. Ja. Ja. Und wir hatten noch nie
eine Reklamation, dass jetzt eben nachgewiesen werden könnte, dass das Additiv ursächlich wäre für einen Motorschaden. Okay. Ja. So, was wird passieren? Sag mal, das Additiv, ich gebe jetzt einen Kraftstoff bei, in dem Fall 1 Promille. Das heißt, ich kann jetzt irgendwo Ablagerungen bekommen, die ich nicht haben will, zum Beispiel jetzt an den Zündkerzen oder eben an den Ventilen, ja, sodass wir keine hundertprozentige Kompression mehr haben. Oder wir geben Stoff bei, was letztendlich abrasiv wäre, ja, und natürlich auch das Kraftstoffversorgungssystem belasten würde. Nur das ist eben nicht der Fall, sondern wir setzen nur Additive ein, dort wo wir auch wissen, auch die Erfahrung haben, über lange, lange Zeit, dass hier eben keinen negativen Einfluss kommt. Ja. Auf keiner der Bauteile. Okay. Ob das jetzt Pumpen sind, Vorfutterpumpen, Hochdruckpumpen, die ganzen Einspritzsysteme, die am Markt sind von verschiedenen Herstellern, hier gibt es überhaupt keine Probleme. Bis hin zu eben im Motor, die Bestandteile des Motors, wie jetzt zum Beispiel jetzt, Ablagerungen an den Kolbenböden oder eben an Ventilen oder Zündkerzen. Das heißt auch, die Art und Weise, wie die Verunreinigung dann abgetragen wird, ist dann auch nicht, dass man sich das vorstellen kann, dass da irgendwas abfällt oder sich ein großer Brocken, wenn man so irgendwie löst und weitergetragen wird, die zu Problemen führen kann. Nein, in dem Sinne. Nein. Okay. Wie sieht das mit Überdosierung aus? Manche sind ja so, ich tendenziere auch ein bisschen dazu. Ja gut, sag mal, viele denken, viel hilft viel. Ja, was ist, wenn man übertreibt in dem Fall? Das wird auch nicht mehr viel mehr bringen. Ja. Es wird auch keinen großen Schaden entstehen. Okay. Ja. Also wenn ich jetzt mal die doppelte Menge draufgepackt habe, wie ich hätte sollen, ist es kein Problem. Okay. Gibt es einen kritischen Punkt, 50-50 oder? Nein. Das ja. Also wenn man einfach normal oder doppelt dosiert, dann dosiert das. Doppelt macht keinen Sinn, aber es bringt auch nicht mehr. Nur die Leute geben halt dann, sagen wir, auf kleine Menge, kann mal passieren, wenn ich einen kleinen Tank habe von einem Motorrad, ja, vielleicht 15 Liter, gebe die ganze Flasche drauf. Ne? Ja. Das ist schon passiert, dann sage ich, okay, Kraftstoff raus, ja, und dann eben den Kraftstoff kann ich ja lagern und dann immer wieder was mit dazu, sodass ich letztendlich den Kraftstoff jetzt nicht verliere, dass ich den Investition nicht verliere. Ja. Okay. Ja, das war so ein bisschen, was ich nochmal so kritisch oder nochmal so fragen wollte. Ne? Aber ich tendiere ja dazu, gerne mal ein bisschen mehr zu machen. Ja. Was man machen kann, dass wenn ich zum Beispiel jetzt das Fahrzeug über längere Zeit lagere, dass ich dann nochmal doppelte Menge draufpacken kann. Ja. Aber nur in der Zeit, wo ich lagere. Okay. Ja, und der Kraftstoff kann dann praktisch nach der Entwinterung, also wenn ich das praktisch jetzt fürs Frühjahr vorbereite, ohne weiteres fahren. Ja. Okay. Das heißt auch mein Roller, ich habe mir einen Roller geholt, der jetzt dann auch jetzt über den Winter auch mehr steht und mehr Standzeit hat. Also ab wie vielen Tagen Standzeit macht denn das besonders Sinn? So ab wann beginnt denn der Kraftstoff umzukippen? Ja gut, es kommt davon, was für einen Einfluss habe ich. Ne? Ist er warm gelagert, ist er kalt gelagert, habe ich hohe Luftfeuchtigkeit, ist der Tank halb voll oder ist er leer, habe ich ein hohes Potenzial an Wasser und Kondenswasser, was in den Tank kommen kann. Mhm. Das sind alles die Faktoren, die hier eine Rolle spielen über die Lagerzeit. Also Beginn kann schon, sagen wir, Probleme können schon nach 4 Wochen kommen. Okay, also 4 Wochen ist ungefähr so. Okay. Mein Gedanke ist ja, mein Auto steht manchmal ja eine Woche lang oder auch so 10 Tage. Und da war mein Gedanke, okay, also es steht aktuell in der Garage. Ich weiß nicht, wie es in Zukunft aussehen wird. Aber wenn das jetzt 10 Tage in der Garage steht, dann was passiert dann? Reicht das schon aus? Muss man sich da schon Gedanken machen? Nein, bei 10 Tagen noch nicht. Ja, also mal, jetzt bei 10 Wochen würde ich mir mal schon mal Gedanken machen. Ja. Also über die Einwanderung definitiv dann, aber dann, wenn man normal fast täglich und so unterwegs ist, dann reicht dann die Anwendung alle 5000 in dem Sinne. Okay, ja. Dann überlege ich gerade noch. Haben wir noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Das ist so schwer, ne? Ihr seid ja nicht live leider. Ja, wollen wir zum Ende finden? Ja. Genau, in diesem Zusammenhang fallen mir jetzt auch gerade in diesem Moment keine weiteren Fragen ein. Ich bedanke mich einmal bei Walter für das ganz, ganz herzliche Gespräch und für die technischen Informationen, die auch Fragen klären, die mir auch selber nicht ganz bewusst sind und auch vielleicht auch euch auch sehr interessieren. Und an dieser Stelle ganz herzliches Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Und gerne, Marc, immer wieder willkommen. Ja, für die Zeit und dass wir hier so viel drehen können, auch einfach ein bisschen in dem Sinne dann Aufklärung schaffen. Und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ihr konntet ein bisschen Werte mit rausbringen und konntet vielleicht auch ein bisschen dazu lernen,
wie sinnvoll Additive sein können, wenn man sich da ein bisschen mit mehr beschäftigt und auch mal hinterfragt, wenn einer Additive verbietet, warum dann nicht das Additiv und Sprit selber verboten ist, in dem Sinne. Also wie man das Ganze dann kombinieren kann. Ne? Also als Wirtschaftsingenieur weiß ich halt, ne, man macht so genau, wie man muss und nicht genauso, wie man, also nicht so genau, wie man kann in der Fertigungstechnik. Von daher trifft das, glaube ich, den Nagel ganz gut auf den Kopf. Absolut, ja. Ne? Dann hoffe ich, das hat euch gefallen. Bleibt dran, subscribe den Channel bitte und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao! Ja, ciao, bis zum nächsten Mal.